Interessant ist es ja vor allem auch, diverse Überwachungen selbstständig vorzunehmen. Nur was bringt mir die beste Überwachung und die beste Automatisierung, wenn ich unterwegs bin, das Haus weiß zwar, es brennt, aber ich kriege nichts mit. Und genau darum soll es heute gehen, nämlich um Benachrichtigungen. Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder zum Thema Home Assistant und zwar habe ich mir Folgendes für dieses Video überlegt. Wir haben jetzt schon über die Einrichtung von Home Assistant gesprochen, wir haben darüber gesprochen, wie kann man diverse Geräte einbinden, wie zum Beispiel Sonoff oder Tasmota-Geräte, die wir dann per ESP Home geflasht haben, oder wie kann ich 433 MHz Geräte über die Bridge einbinden. Dann habe ich euch in einem Video gezeigt, wie man von unterwegs sicher per VPN in das eigene Netzwerk kommt, um auf die eigenen Geräte Zugriff zu haben. Falls ihr ein Video davon verpasst habt, klickt mal hier oben in die Infobox. Da verlinke ich die Playlist zum Thema Home Assistant. Da könnt ihr alle bisher besprochenen Themen nochmal in Ruhe nachsehen. Aber es geht ja nicht immer nur darum, zu Hause Automatisierungen laufen zu lassen oder von zu Hause bequem Geräte schalten zu können, sondern interessant ist es ja vor allem auch, dass das Haus ja in der Lage wird, durch Smart Home diverse Überwachungen selbstständig vorzunehmen. Nur was bringt mir die beste Überwachung und die beste Automatisierung, wenn ich unterwegs bin? Das Haus weiß zwar, es brennt, aber ich kriege nichts mit. Und genau darum soll es heute gehen, nämlich um Benachrichtigungen. Dafür gibt es natürlich auch, wie immer, zigtausend verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mich jetzt mal für die Variante Benachrichtigungen per Telegram entschieden. Telegram ist eine kostenlose, sichere Alternative zu WhatsApp, mit der ich in der Lage bin, mir sowohl Textnachrichten als auch Fotos oder ähnliches an mein Smartphone zu schicken. Um diese Möglichkeit zu nutzen, benötigen wir einen sogenannten Telegram-Bot und dieser Bot sendet uns dann hinterher die Nachrichten. Heißt, wir müssen uns zuerst den Bot einrichten, dann müssen wir diesen Bot mit unserem Home Assistant verknüpfen und danach können wir über diesen Bot vom Home Assistant Nachrichten an unser Smartphone schicken. Klingt erstmal etwas kompliziert, ist eigentlich aber relativ einfach. Und damit ihr auch wisst, wie das Ganze funktioniert, damit ihr das bei euch nutzen könnt, würde ich sagen, wir wechseln direkt ins Büro und ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert. Ja, hier seht ihr jetzt die Telegram-Integrationsseite von Home Assistant. Alle benötigten Links zu dieser Anleitung findet ihr wie immer auch in der Videobeschreibung. So, und hier steht es auch nochmal, was wir benötigen, ist ein Telegram-Bot und wir sollen hier dieser Anleitung folgen. Was ihr als allererstes aber mal tun müsst, ist, ihr müsst euch die App Telegram herunterladen und installieren. Wie das geht, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, also ich gehe jetzt hier einfach mal davon aus, bei euch auf dem Handy ist, wenn ihr mit diesem Tutorial loslegt, Telegram installiert. So, und ich blende euch jetzt mal auf der rechten Seite mein Smartphone ein. Da habe ich jetzt genau diese Anleitung, auf die wir gerade schauen, eingeblendet. Und wir öffnen jetzt mal den Link Telegram-Bot. Hier scrollen wir ein bisschen runter bis zu Punkt 3 und da seht ihr, How do I create a bot? Also wie erzeuge ich denn einen Bot? Und da steht, für das benötigen wir den Bot-Father. Mit dem sollen wir uns unterhalten und dafür klicken wir jetzt einfach mal auf den Link Botfather. Das ist quasi der Bot der Bots, wenn ihr so möchtet. Hierüber habt ihr jetzt die Möglichkeit, euren Bot zu erzeugen und später auch zu verwalten. Wir klicken als allererstes mal auf Starten, um die Kommunikation mit dem Bot zu beginnen. Der gibt uns dann auch direkt erstmal eine Übersicht über alle zur Verfügung stehenden Befehle. Wir sehen jetzt auch schon direkt ganz oben New Bot, Create a New Bot. Das ist genau das, was wir möchten und das machen wir jetzt auch direkt mal. Wir geben ein Slash New Bot. So, und jetzt fragt er uns, wie soll der Bot denn heißen? Ich nenne ihn mal Smart Home Yourself Bot. Abschicken. So, jetzt möchte er noch einen Benutzernamen für diesen Bot haben. Dann nennen wir den Benutzernamen auch Smart Home Yourself Bot. Hier dürft ihr, glaube ich, keine Sonderzeichen nehmen, deshalb lasse ich den Bindestrich an der Stelle mal weg. Dann ist er schon zufrieden, der Bot wurde angelegt und ihr seht jetzt hier, wir haben unseren HTTP-API-Key. Das ist diese Zeichenfolge, die hier mit 1398488 beginnt.
So, und jetzt sagt er uns hier, herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Bot. Und er gibt uns eine Adresse, t.me/smarthomeyourselfbot. Darüber können wir jetzt unseren Bot erreichen. Das heißt, da klicken wir jetzt mal drauf. Und dann seht ihr auch direkt hier in dem Chatfenster unseren Smart Home Yourself Bot. Unten klicken wir wieder auf Starten. So, und damit jetzt unser Bot mit uns kommunizieren darf, benötigen wir jetzt noch unsere Chat-ID. Denn wie wir hier in der Anleitung lesen können, den Bot haben wir ja erzeugt. Das heißt, wir haben auch unseren API-Schlüssel, den wir brauchen, um das Ganze im Home Assistant zu konfigurieren. Wir müssen jetzt aber in Home Assistant auch noch einstellen, mit welcher Chat-ID der Bot denn nachher kommunizieren soll. Und dafür benötigen wir eben genau das, unsere Chat-ID. Und dafür wechseln wir jetzt nochmal am Smartphone in die Anleitung. Telegram-Bot ist erstellt, API-Schlüssel haben wir und die Chat-ID, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Wir versuchen mal direkt Methode 1 und zwar über den Get-ID-Spot. Wir klicken mal auf Get-ID-Spot. Dann seht ihr schon, der Bot, der sagt uns, er kann uns alles über Nachrichten, die wir ihm senden, erzählen. Das probieren wir direkt mal aus. Wir klicken auf Starten. Die Nachricht /Start wird automatisch geschickt. Und wir bekommen jetzt hier auch schon sofort alle Informationen, die wir benötigen. Denn das Einzige, was uns wirklich interessiert, ist unsere ID. So, und damit haben wir jetzt alle notwendigen Daten, die wir brauchen, um unser Home Assistant für Telegram einzurichten. Ich wechsle also jetzt mal nach Home Assistant, gehe in den File Editor und da öffnen wir hier oben über den Dialog unsere Configuration YAML. In meinem Fall war es das schon, aber für alle, die jetzt nicht genau wissen, wie sie da hinkommen, hier oben einfach draufklicken und dann in dem Config-Ordner Configuration YAML auswählen. So, und ich gehe jetzt mal einfach hier unter meinen MQTT-Broker. Wo ihr das Ganze jetzt einfügt, ist eigentlich ziemlich egal. So, und wir fangen jetzt hier mal an. Ich mache jetzt hier erstmal einen Kommentar. Telegram-Bot-Integration. Und die sieht aus wie folgt. Telegram-Bot-Doppelpunkt. Zweimal Leertaste, minus Leertaste, Plattform-Doppelpunkt. In der nächsten Zeile brauchen wir 1, 2, 3, 4 Leertasten. Tragen jetzt hier ein API-Key-Leertaste. Und hier müsst ihr jetzt den API-Schlüssel, den wir eben ermittelt haben, einfügen. Das machen wir mal. Drücken Enter. Und jetzt brauchen wir hier noch unsere Chat-ID. Dazu sagen wir laut. Chat-IDs, Doppelpunkt. Und jetzt benötigen wir die ID, die wir von dem Bot GetIDSpot erhalten haben. Das Format stimmt so noch nicht, denn hierbei handelt es sich um eine Liste. Hier könnt ihr also mehrere IDs eintragen, die bei Telegram-Nachrichten verwendet werden sollen. Heißt, wenn ihr jetzt mehrere Benutzer auf dem Home Assistant habt, die benachrichtigt werden sollen bei diversen Ereignissen, habt ihr jetzt hier auch die Möglichkeit und könnt jetzt auch hier noch weitere IDs eintragen. In meinem Fall für das Beispiel belasse ich es jetzt mal bei dieser einen Beispiel-ID. Wir sagen Speichern und damit ist die Grundkonfiguration von Home Assistant für Telegram eigentlich auch schon abgeschlossen. Ich würde sagen, zum Abschluss zeige ich euch noch eben kurz, wie ihr in der Lage seid, mit diesem Telegram-Bot eine Nachricht an euer Smartphone zu senden. Bevor ich das aber machen kann, müssen wir jetzt erstmal unseren Home Assistant-Server neu starten, denn wir haben eine Änderung an der Configuration YAML vorgenommen. Die wird nicht automatisch aktualisiert. Also klicken wir einmal auf Einstellungen, gehen in die Serversteuerung. Prüfen einmal unsere Konfiguration. Wenn er hier oben sagt Konfiguration in Ordnung, klicken wir auf Neu starten, bestätigen und warten. So, unser Home Assistant ist neu gestartet, also klicken wir wieder auf Einstellungen, gehen mal auf Automatisierungen und legen mal eine neue Automatisierung an. Diesen Standarddialog klicken wir mit Skip weg und sagen jetzt hier mal Telegram. Test. Ja, worüber möchten wir uns denn mal benachrichtigen lassen?
sagen wir mal, wenn der Zustand vom Küchenlicht von aus nach an wechselt, dann möchten wir, und jetzt kommen wir zur Telegram-Nachricht, einen Dienst ausführen. Der Dienst wäre Telegram-Bot und zwar Send Message. Denn wir möchten mit dem Telegram-Bot eine Nachricht senden. So, und dafür brauchen wir hier unten jetzt noch Dienstdaten und zwar einen Titel und eine Nachricht. Also geben wir jetzt hier bei Dienstdaten ein, Titel, Doppelpunkt, Küchenlicht und als Nachricht geben wir ein, Message, Doppelpunkt, Küchenlicht wurde eingeschaltet. Jetzt klicken wir auf Speichern. So, nachdem wir das Ganze gespeichert haben, wechseln wir noch einmal in die Einstellungen, sagen Serversteuerung, Automatisierungen neu laden. So, jetzt ist die Automatisierung aktiv. Heißt, wir gehen jetzt in die Übersicht, wechseln mal zu unseren Lampen. Ich blende euch mal das Smartphone ein und wir klicken mal auf Küchenlicht. Und wenn ihr jetzt hier mal schaut, hier hat der Smart Home Yourself Bot mir soeben geschrieben, Küchenlicht wurde eingeschaltet. Wenn ich wieder ausschalte, kommt nichts, dafür haben wir ja keine Automatisierung angelegt. Wenn ich jetzt aber nochmal klicke, seht ihr, im Bruchteil von einer Sekunde habe ich die Information auf dem Handy, Küchenlicht wurde eingeschaltet. Ja, und so habt ihr jetzt über die Automatisierungen und den Dienst des Telegram-Bots die Möglichkeit, euch über sämtliche Aktionen, die bei euch im Haus passieren, per Textnachricht auf dem Smartphone benachrichtigen zu lassen. Ja, soviel erstmal zum Thema Telegram-Nachrichten von Home Assistant ans Smartphone schicken. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen und ich habe nichts vergessen. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Wenn ich euch mit dem Video weiterhelfen konnte und euch das Video gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert auch direkt meinen Kanal und klickt auf die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Verabschiede mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten Video. Ciao!